Ein herzliches Hallo, ihr Lieben. Ich habe heute die Gelegenheit, mit Dr. Titus Gebel sprechen zu dürfen, der seines Zeichens Präsident ist von der Free City Foundation. Und die Free Cities Foundation ist ihrerseits ein weiterer Sponsor vom jetzt am 19. und 20. August anstehenden Freedom Festival, was ja in der Schweiz mittlerweile in aller Munde ist, so glaube ich zumindest, weil es da doch ein wenig Trouble im Vorhinein gegeben hat. Und deswegen gleich mal meine Frage: Warum möchten Sie weiterhin als Sponsor dabei sein bei diesem umstrittenen Festival? Ja, also auf jeden Fall, nachdem ich den Artikel gelesen hatte, nachdem ein grüner Stadtrat an dem ich in Münsingen oder so gesagt hat, wir müssen das Festival sollte man verbieten, weil dort staatskritische Leute auftreten. Ja, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Jemand aus dem linksgrünen Umfeld, also von Leuten, die jahrzehntelang immer gegen den Staat gestänkert haben, die haben jetzt mal sozusagen die Macht. Und das Erste, was sie sagen, ist, jeder, der staatskritisch ist, gehört verboten. Und das ist eine völlige Missachtung der Grundrechte. Also Schweizer, jeder Schweizer, übrigens auch jeder Deutsche oder EU-Bürger, hat das Recht, staatskritisch zu sein, muss man hier mal festhalten. Und er hat auch das Recht, sich friedlich zu versammeln. Ja, also Ja. das ist einfach, wir machen da nur von unseren Grundrechten Gebrauch. Und insoweit muss man sagen, das muss man jetzt diesen Leuten mal klar machen, dass sie nicht der Staat sind. Sie haben sich genauso an die Regeln zu halten wie alle anderen auch, wie die ganzen Vorgängerregierungen, als sie noch in der Opposition waren. Da hat man ihre Veranstaltungen auch nicht verboten, hat man ihnen auch nicht den Mund verboten, weil sie staatskritische Dinge gesagt haben, sondern hat gesagt, das gehört eben zu einer Meinungsfreiheit, zu einer Demokratie dazu. Und das sind Dinge, die muss man diesen Typen wirklich immer wieder aufs Brot schmieren. Ich meine, mich überrascht es jetzt nicht völlig. Ich habe den Aufstieg der Grünen altersbedingt quasi von der ersten Stunde an mitverfolgt, von der Mitte der 80er Jahre. Und es war schon von vornherein klar, das sind totalitäre Züge, die die haben, die nur unter so einem progressiven Mantel versteckt sind. Ja, und das kommt jetzt völlig zum Ausbruch. Und ich hoffe, dass wir nicht die Einzigen sind, die das merken, mit was für Typen sich die Gesellschaft da eingelassen hat und in welche ungute Richtung die das ganze Schiff momentan steuern. Und ganz wichtig auch, was Sie sagen, in der Schweiz ist es sogar so, sollte man glauben, dass die Schweizer Verfassung tatsächlich noch so in Ordnung ist, haben die Bürger hier sogar die Pflicht, tatsächlich den Staat dann auch mal an der Nase zu fassen, sozusagen. Also das ist hier noch ein bisschen anders sogar als in Deutschland. Sie haben hier eine Verfassung und von daher, ja, kann man sich da nur wundern, was dort abgeht. Aber was ich auch sehr spannend finde, ist einfach, dass Sie ja im Völkerrecht promoviert haben. Und ich glaube, die letzten 3 Jahre dürften, was das angeht, wirklich ganz schön interessant für Sie gewesen sein. Und das Projekt Free Cities, was Sie ja auch verfolgen, ne? Was so Ihr Ja. Steckenpferd ist. Inwiefern könnte das, gerade wenn man so die letzten Jahre ansieht, eine Möglichkeit sein, um da wirklich wieder in die Freiheit zu kommen oder überhaupt mal in Freiheit zu kommen? Ja, ich habe nach 35 Jahren politischer Aktivität im, sag ich mal, im liberalen, libertären Spektrum in Deutschland einfach gemerkt, es gibt keine Mehrheit für Freiheit und Selbstbestimmung. Ja, nirgendwo. Und zwar, weil die Regierung immer die Leute kaufen kann. Die sagen immer, kriegt irgendwelche Gratisleistungen. Ich meine, die sind natürlich nicht gratis, sind in anderen durch Steuern weggenommen, aber die erwecken eben den Eindruck. Und wenn dann mehr als 50% der Bevölkerung irgendwie von Staatszuwendungen abhängig sind oder vom Staat angestellt sind, dann ist es zu Ende. Ja, dann gibt es also keine, das ist nicht mehr reformierbar dann, weil die Leute natürlich nicht gegen ihre eigenen Interessen wählen. Und wenn dann die regierenden Parteien auch noch die Medien kontrollieren oder zumindest ideologisch auf derselben Wellenlänge sind und ihre Leute in die Gerichte schicken, die obersten Gerichte, dann wird es praktisch nicht mehr umdrehbar. Und das ist eine Situation, vor der sogar ein Land wie die Schweiz steht.
wo man dann jetzt auf einmal alles ins Rutschen geraten ist. Man hat in der freiheitsliebenden Schweiz auf einmal den Leuten gesagt, ja, wenn wir einfach als Experten sagen, da gibt es eine Notlage, dann habt ihr keine Grundrechte mehr. Ja? Das können wir einfach so erklären. Die Zahlen, wie man inzwischen weiß, belegen das nicht, dass es irgendwie eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite war. Dazu war einfach die Übersterblichkeit zu gering. Die Überlastung der Gesundheitswesen war auch nicht da. In der Form, so dass man aber jetzt doch auch leider mit der Zustimmung der Mehrheit gesagt hat, zukünftig machen wir das wieder so. So, das war der erste Sündenfall. Der zweite Sündenfall war aus meiner Sicht, dass die Schweiz ihre seit dem Wiener Kongress bestehende, seit über 200 Jahren bestehende immerwährende Neutralität ohne Not aufgegeben hat im Ukraine-Krieg und jetzt auch ganz klar Russland und andere Staaten sagen, nee, die Schweiz kommt als Vermittler nicht mehr in Frage. Klassisches Eigentor und das alles in kurzer Zeit. Und das Dritte war, was auch mindestens genauso schlimm für uns als Juristen und sich besonders ist, dass Menschen einfach ihr Eigentum abgenommen bekommen haben, weil sie einen russischen Pass haben. Ja, also ohne Verhandlung, ohne Rechtsgrundlage, das geht nun wirklich zu weit. Also das ist ja nun eines unserer ersten Prinzipien, dass wir das Grundrecht auf Privateigentum respektieren und nicht bloß, weil jemand einem ungeliebten Kollektiv angehört. Ja, es betrifft ja im Grunde russische Oppositionelle genauso. Ja, bloß weil sie Russen sind, kriegen sie jetzt ihr Flugzeug gepfändet oder was auch immer. Ja, also das und das in der Schweiz innerhalb von praktisch 2 Jahren. Also da muss man sagen, da ist auch ein ziemlicher Handlungsbedarf da. Und deshalb gibt es ja auch dieses Freedom Festival, ja, weil eben viele Leute gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Und meine Überlegung ist einfach, die jetzigen Systeme, wobei die Schweiz ja durchaus noch eines der besten ist, weil sie eben die Möglichkeit hat, der Volksabstimmung wenigstens in manchen Fällen solche Quatschentscheidungen zu verhindern oder zu korrigieren, ist es natürlich so, dass die Anreize sind verkehrt. Ja? Also die Politik, die hat keine Haftung, wenn sie Fehler macht und die können den Leuten alles versprechen und die Menschen glauben dann, wenn sie sozusagen da ihre Kreuzchen machen. Dann werden ihnen alle Lebensrisiken abgenommen und das ist sehr populär. Ja, und damit haben wir natürlich nicht wirklich ein Interesse daran, dass Staaten so funktionieren, dass es langfristig allen am besten geht, sondern geht es nur um einen kurzfristigen politischen Vorteil. Es geht auch immer darum, dass sich so eine Klasse gebildet hat, jetzt auch übergreifend, die sich für was Besseres halten. Ich sag mal, der Davos-Mensch. Ja. Und die glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber sich gleichzeitig weigern, strittig zu diskutieren mit Leuten, die das anders sehen und auch Argumente haben. Das ist schon eine ziemliche Arroganz und die hat sich leider auch in der Schweiz ausgebreitet. Wie gesagt, also stellen sich halt Leute hin und sagen, nee, das muss man verbieten, weil da kommen kritische Stimmen zu Wort, das geht gar nicht. Also ohne dass sie sich selber in Fragen, ja, was sage ich denn hier eigentlich gerade? Und da muss man sagen, okay, da müssen wir jetzt gegensteuern. Und ich habe gesagt, okay, langfristig müssen wir neue Formen des Zusammenlebens schaffen. Und mein Modell ist die freie Privatstadt. Frei heißt, dass die eben jetzt nicht komplett souverän ist, aber dass sie in vielen Bereichen eigene Entscheidungen treffen kann. Also so wie die alte Schweizer Gemeinde, die eben eine enorme Autonomie hat, auch Steuerhoheit und so weiter. So in der Art. Und privat heißt, dass es eben keinen Über-Unterordnungsverhältnis gibt. Also es gibt jetzt nicht den Herrscher, der befiehlt, so wird es jetzt gemacht, oder die Gruppe, die gesagt hat, wir machen jetzt neue Regeln und wir sagen euch jetzt, was ihr essen dürft und wie ihr heizen müsst und wie ihr reden sollt. Nö. Es gibt einen privaten Dienstleister, der kann auch den Bürgern allen gehören und der hat einen Vertrag mit jedem Einzelnen. Und dieser Vertrag schützt auch jeden Einzelnen. Vor allen Dingen schützt er uns vor unseren Mitmenschen, die können nicht einfach meinen Vertrag ändern. Ja, weil es gibt also kein Forum, wo eine Mehrheit sagt, wir machen jetzt Regeln für alle, auch die Minderheit, die das nicht möchte. Und wir sind ja momentan in der Situation, dass wir eine Minderheit sind und auch keine Chance haben, mehrheitsfähige Positionen
zu vertreten. Nicht mal dann, wenn wir sagen, wir wollen einfach nur unsere Grundrechte ausüben, selbst dann nicht mehr. Also deshalb ist jetzt hohe Zeit, dass wir uns überlegen, was kann man machen? Und in der Schweiz gibt es ja tatsächlich, wenn wir das jetzt mal hochrechnen, die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner, Deutschland hat 80 Millionen oder sogar über 80 Millionen. Und in der Schweiz gibt es Graswurzle und URIK-Verein und so weiter, wo so 10.000 Leute organisiert sind. In Deutschland gibt es eine Bürgergenossenschaft, es sind vielleicht 20 Leute organisiert. Und dann gibt es die Atlas-Initiative, das sind ja, vielleicht auch ein paar tausend organisiert. So, und das war's. Ja, und da muss man schon sagen, da ist also prozentual in der Schweiz der Freiheitsdrang einfach viel höher. Und das ist eine gute Sache. Und man kann sich jetzt, wenn man sagt, okay, wir können jetzt so eine Unabhängigkeit, wie mir vorschwebt, mit freien Privatstädten, können wir nicht realistisch verhandeln. In Europa derzeit und in der Schweiz auch nicht. Was können wir denn machen? Und im Grunde kann man drei Dinge tun. Man kann einmal sagen, wir ziehen alle zusammen und machen tatsächlich eine Firma, die so eine Art Regeln des Zusammenlebens, die wir intern machen, vereinbart. Oder man gründet einen Verein, so wie die Graswurzle. Oder man gründet eine sogenannte Bürgergenossenschaft. Die Bürgergenossenschaft ist etwas, was nicht nur ein Themengenossenschaft ist, sondern dass die viele Dinge bündelt. Ebenso wie die alten Genossen in der Schweiz ihre Ja. Gemeinde gegründet haben und insgesamt eine Eidgenossenschaft. Eben. Also ich Da denke, mag da ich mal ist ganz, ganz schon, kurz unterbrechen, ja, weil bitte. viele wissen das auch gar nicht. Die benutzen zwar den Namen immer Eidgenossenschaft, aber denen ist gar nicht bewusst, dass es tatsächlich eine Genossenschaft ist und dass man bei einer Genossenschaft, solange sie noch besteht, die Mitgliedschaft auch kündigen kann. Zum Beispiel, nur mal so, wenn man ein bisschen nachdenkt. Und dass man da vielleicht mal anfängt, in die Souveränität auch reinzukommen, sich mal freiheitliche Gedanken überhaupt zu machen, ob man da nicht mit einer anderen Genossenschaft eventuell mit eigenen Regeln, mit dem Privatrecht was machen könnte. Genau. Da wäre dann nämlich auch meine nächste Frage. Aber ich glaube, ihr geht da garantiert ganz intensiv drauf ein, weil am 19. August habt ihr ja dann schon die zweite Podiumsdiskussion, ne? Mit dem Josef Ender zusammen und der Priska Würgler auch von den Graswurzeln. Das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Einfach da auch so die Frage, ob nicht vielleicht doch die Möglichkeit besteht, sowas dann auf dem Boden zu machen und inwiefern es aber dann doch ist, weil mir fällt sofort das Beispiel ein. Ich finde das sehr passend, was passiert ist mit dem Festival. Wirklich sehr passend. Auf der einen Seite mischen sich die Grünen ein. Auf der anderen Seite wird eine zweite Location gefunden, in der reines Privatrecht Anwendung findet. Und urplötzlich kommt die Gemeinde und meint, sie könnte mitreden, bis sie dann mal so richtig verstehen, nein, können wir gar nicht. Das ist ein privatrechtlicher Vertrag. Von daher so ein bisschen der Bogen, finde ich auch, zu dem, Ja, den wir. durchaus. Also das ist durchaus, darum geht es, dass wir, sag ich mal, innerhalb der bestehenden Ordnung einfach Strukturen schaffen, die mehrere Kriterien erfüllen. Zum einen das gleichgesinnte Zusammenleben. Ja? Und Zusammenleben kann ja auch heißen, man ist jetzt nicht, hockt jetzt nicht auf alle auf einem Fleck, aber man ist eben Mitglied einer Gruppe und die trifft sich ab und zu, die hat vielleicht auch ein gemeinsames Grundstück zum Bewirtschaften oder auch einen Hof oder sowas. Und das ist ja die ursprüngliche Idee gewesen, auch von so haben sich die Gemeinden ja konstituiert. Am Anfang, es waren eben Genossenschaften, wo man auch genossenschaftlich Eigentum hatte. Es ist ja heute so, dass die Eidgenossenschaft halt wie viele Staaten eine Zwangsgenossenschaft ist. Ja, man kann da zwar austreten, indem man jetzt seine Staatsbürgerschaft ausgibt, aber man kriegt seine Einlage nicht wieder zurück. Ja, anders als in der richtigen Genossenschaft. Das heißt, man hat im Grunde immer nur Zahlungspflichten und keine Rechte. Und das ist problematisch. Und dadurch, dass natürlich jetzt Leute, die professionell Soziopathen sind, sage ich mal, die sich immer an die Spitze setzen von solchen Organisationen, die haben jetzt das alles durchsetzt. Und die sind natürlich auch sehr gut in dem, was sie im manipulieren und in allem. Sie schaffen natürlich keine Werte. Aber es ist schwierig, die da wieder rauszukriegen. Das heißt, die haben sich quasi verselbstständigt. Es gibt jetzt so eine Art Führungsklasse, die miteinander kann, auch in der ganzen Welt, in der westlichen Welt, in Europa, die glauben, dass sie alles besser wissen. Und
aber auch nicht bereit sind, streitig zu diskutieren. Ja, also da ist natürlich dann schon klar, dass die sagen, ja gut, wenn wir einen Notstand anordnen, dann habt ihr natürlich keine Grundrechte mehr. Ja, geht doch zum Gericht, da sitzen unsere Freunde. Oder wer Ja. vielleicht, dass ich finde, das ist ein sehr guter, oh Gott, eins, zwei, drei. Ich finde, das ist auch ein sehr guter Punkt dahingehend, einfach bei den Free Cities. Ne? Es ist ja dann doch so, dass die quasi in einem Gastgeberstaat sozusagen dann irgendwo sich niederlassen dürfen und selbstverständlich dann quasi, wenn man das rein wirtschaftlich betrachtet, ein privater Vertrag ist zwischen demjenigen, der dann diese Stadt betreibt, ne, Privatstadt, und denjenigen, die dann dort gerne leben und arbeiten möchten. Aber inwiefern kann es dann dennoch passieren, dass vielleicht dann der Gastgeberstaat dort so eingreift, wie in den letzten Jahren die Grundrechte mit den Füßen getreten worden sind? Nee, gut, ich meine, das ist ja natürlich eine Gefahr, die immer besteht. Wir haben das ja jetzt auch für so einen Fall in Honduras gesehen, wo sich die neu gewählte sozialistische Regierung nicht mehr an die alten Gesetze halten will, obwohl da sogar eine Verfassungsänderung beschlossen wurde und sagt, alles illegal. Da ist das Druckmittel, das einzige wirksame Gegenmittel neben Öffentlichkeitsarbeit eben, dass man einen Schadenersatzanspruch geltend macht. Und zwar, dass man sagt, pass auf, wir haben hier einen Vertrag, dass wir bestimmte Dinge alleine machen können. Dafür kriegt ihr irgendwie Zahlungen oder je nachdem, was halt dann entsprechend vereinbart wurde. Und wenn die jetzt sagen, davon wollen wir alles nichts mehr wissen, was ja durchaus vorkommen kann, dann sagt man, okay, dann verklagen wir euch vor dem internationalen Schiedsgericht, weil das so vereinbart ist und wollen jetzt Schadenersatz haben von euch. Und eure Reputation für andere Investoren ist dann auch im Eimer. Und das passiert jetzt gerade. Also von daher, man kann sich, ist es nicht so, dass man völlig schutzlos ist. Ja, und das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. So eine Regierung wie die deutsche, die sich ja auch immer mehr Schwellenlandniveau annähert von der Qualität, die hat halt dann irgendwann entschieden, wir machen jetzt so einen Atomausstieg in 10 oder 20 Jahren, da haben sie Verträge, und ein halbes Jahr später sagen, oh nee, wir steigen sofort aus. Ja, und Milliardenschaden angerichtet. Und inzwischen kennen natürlich die Konzerne ihre Pappenheimer. Früher hätte man gesagt, ja, Westdeutschland hält sich natürlich an Recht und Gesetz. Ja, nee, nee, das ist ja schon lange passé. Und da wird immer, wenn jetzt irgendwie was wichtig ist, dann wird es egal. So, und dann hat dann Vattenfall in dem Fall, das ist, glaube ich, ein schwedisches Unternehmen, die haben mal so eine internationale Schiedsgerichtsklausel drin gehabt, da, weil sie genau wussten, mit Politik kannst du dich auch nichts mehr verlassen. Und naja, die haben dann jetzt entsprechend halt dann Geld bekommen vom deutschen Staat, was natürlich der Politik jetzt auch wieder egal ist, weil es zahlt ja der Steuerzahler. Ja, es ist ja nicht ihr Geld. Das ist ja das Problem. Die können ja im Grunde machen, was sie wollen. Sie selber haben keine persönliche Haftung. Und deshalb ist diese privatrechtliche Konstruktion besser, aus zweierlei Gründen. Zum einen, wenn ich als Stadtbetreiber Mist baue, dann geht meine Stadt pleite und ich verliere mein ga ganzes Vermögen und ich kann nie wieder eine freie Privatstadt gründen, weil meine Reputation im Eimer ist. Das führt dazu, dass ich mich zusammenreißen werde und kein Geld aus dem Fenster schmeiße, bloß um irgendwie in der Presse gut zu erscheinen oder irgendwie irgendwelche Prominenten einzuladen auf meine Kosten, damit da ein bisschen von deren Glanz auch auf mich abfällt. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Und das andere Thema ist, dass ich natürlich nicht einfach Dinge anordnen kann, sondern die Vertragspartner haben den Vertrag. Das ist also eine Gleichordnung. Alle Regeln des Zivilrechts gelten für mich wie für die. Im Staat ist ja so, da gibt es Sonderrechte für die, die herrschen, die sind auch immun und so weiter und die anderen müssen spuren. Ja. So, und das heißt, es ist natürlich klar, dass das irgendwann dann dazu führt, dass die da oben natürlich in erster Linie ihre eigenen Interessen auch wahrnehmen oder dass ihre Ideen umsetzen, völlig egal, was die Menschen davon halten. Und das geht ja so weit, dass selbst wenn eine Volksabstimmung ist, dass die denen oben nicht gefällt, dann wird die halt verschleppt, die Umsetzung. Ja. Ja, dann wird halt nochmal, wie es Thüringen auch gezeigt hat, ne? So lange wie bis es Aber so passiert. lange gewählt, bis das Ergebnis stimmt. Genau, ja. Also das ist einfach. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, es liegt am System und ich meine, wir müssen ein besseres System finden. Die Frage ist natürlich, was kann man jetzt unmittelbar tun? Und da meine ich, ist die Genossenschaft kein schlechtes Modell?
Erstens kann man die sofort gründen, ja, nach Schweizer Genossenschaftsrecht. Das ist so ähnlich wie das Deutsche, haben wir prüfen lassen. Die Grundsätze sind eben Selbstverwaltung, Selbsthilfe, Selbstverantwortung. Das ist ja genau das, was wir wollen. Ja? Und mit Segen des Gesetzgebers. So, und dann sagen wir, gut, dann bauen wir halt so eine Art Parallelstruktur auf, wo wir dann zum Beispiel auch vereinbaren können, dass bei Streitigkeiten untereinander wir zu einem Schiedsgericht gehen, das wir selber aufgebaut haben oder was andere gemacht haben, wo wir sagen, denen vertrauen wir. Und wenn man sich daran nicht hält, dann muss man halt aus der Genossenschaft wieder raus. Also es gibt schon Möglichkeiten. Man kann sagen, wir machen eine eigene Schule, alles, was eben möglich ist, eigene Energieversorgung, eigene Einkaufsgenossenschaft. So, man kann dann viele Sachen bündeln und so quasi eine neue Welt schaffen. Die ist natürlich immer noch dann Teil von der Gemeinde und von dem Kanton und von der Schweiz. Aber es ist natürlich schon so, dass man anfangen kann, mal neue Modelle auszuprobieren. Und man kann, dadurch, dass man eben nicht alleine ist, sondern eine Gemeinschaft hat von Leuten, die einem helfen, kann man schon gegenseitig sich unterstützen, besser als wenn man da vereinzelt in einer Wohnung lebt und dann immer alles schlucken muss, was die Obrigkeit sich jetzt wieder ausgedacht hat. Also ich könnte noch Fragen stellen ohne Ende, aber ich werde auf jeden Fall auch für euch in der Videobeschreibung verlinken, weil auf ihrer Seite ist auch ein wunderbarer Fragen-Antworten-Katalog bezüglich dieses Themas, sehr, sehr ausführlich und auch wirklich sehr, sehr wichtige Dinge, die da beachtet werden müssen. Und außerdem kann ich mir auch vorstellen, dass das ein oder andere dann natürlich beim Freedom Festival angesprochen wird, gerade auch bei der Priska Würgler. Denke ich mal, da kommen ganz interessante Fragen, weil ich glaube, Selbstversorger und sowas ist jetzt nicht unbedingt das, was ich bei Free City mitbekommen habe. Aber spannend, wenn da verschiedene Welten aufeinandertreffen. Nur eine Frage habe ich noch. Ich glaube, die kommt ganz oft, einfach aufgrund des Namens schon. Was habt ihr eventuell mit Smart City zu tun, beziehungsweise nicht? Was unterscheidet euch davon? Ja, das sind eigentlich zwei Paar Schuhe. Also eine Smart City ist eine City, wo eben mit Technologie alle möglichen, sage ich mal, Erleichterungen und bessere Steuerung von Parkplätzen und so weiter erreicht werden soll. Vielleicht auch einfacher, irgendwelche Anträge zu stellen. Es hat natürlich die Gefahr, dass auch eine Totalüberwachung damit einhergeht. So, und das ist eine technische Sache, die, sag ich mal, wie alle technischen Sachen zweischneidig ist. Wir kommen von einer ganz anderen Seite. Wir kommen von dem rechtlichen Rahmen, der uns eine maximale Freiheit sichern soll. Und das sagt der Stadtbetreiber, der hat einen Vertrag mit jedem Bürger und da steht drin, dass der Stadtbetreiber nur für die Sicherung von Freiheit, Leben und Eigentum zuständig ist. Der muss eben so ein Streitschlichtungssystem anbieten und ein bisschen Infrastruktur. Aber ansonsten, es gibt natürlich auch so ein Zivilrecht, aber ansonsten hält er sich bitte raus aus dem Leben der Bürger und hat da auch nichts zu melden. Die organisieren sich selbst. So, und jetzt kann man natürlich sagen, wir bieten eine Free City an, die auch eine Smart City ist, aber wir können nicht die Leute dann zwingen, diese Dinge zu benutzen oder wir können dann, also wir könnten natürlich das anbieten, wir machen eine Free Smart City, da werdet ihr total überwacht und ganz toll. Ich glaube nicht, dass da viele kommen, aber es gibt sicherlich solche Modelle, die sind aber dann eher keine Free Cities. Ja? Also es ist wichtiger, das Free ist wichtiger als das Smart. Das Smart ist am Ende nur eine Technologie. Wir benutzen natürlich auch Technologien. Wir würden auch Blockchain-basierte Systeme teilweise verwenden, auch um die Privatsphäre zu schützen. Aber das klassische Smart City-Thema ist einfach ein anderer Strang. Es ist so ungefähr die Frage, wie was für eine Architektur und was für einen öffentlichen Nahverkehr benutze ich in der Free City? Was für eine Technologie Smart City-mäßig benutze ich? Das kann ich so oder so beantworten. Also sind Dinge, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, sondern verschiedene Ebenen. Eine Frage noch. Was definieren Sie für sich ganz persönlich wirklich mit dem Wort Freiheit? Freiheit meint, dass ich das tun kann, was ich möchte oder lassen kann. Das heißt, dass ich nicht von anderen gezwungen werde, etwas zu tun, was ich aus freien Stücken nicht tun würde. Oder dass ich nicht einfach Nein sagen kann zu irgendeinem Angebot, das mir gemacht wird.
Und wenn ich das eben nicht kann, dann bin ich nicht frei. Freiheit ist natürlich beschränkt durch die Freiheit der anderen. Ja, ich kann also nicht immer alles machen, was ich will. Aber das ist, wenn ich nicht machen kann, was ich will, bin ich nicht frei. Und jeder, der das behauptet, ist ein Täuscher. Ja, es wird ja ganz oft versucht, mit dem Freiheitsbegriff so impfen ist Freiheit oder sowas. Ja, solche Sachen. Das ist einfach nur eine verhohene Pieplung von den Leuten. Ja, Freiheit, wenn ich nicht selbst entscheiden kann, was ich tue, und zwar aufgrund von Zwang anderer Menschen, dann bin ich nicht frei. Und wenn ich tun kann, was ich will, bin ich frei, aber ich weiß, dass es natürlich keine unbegrenzte Freiheit sein kann, weil es ja nur andere Menschen gibt. So, aber dann muss ich dann so ehrlich sein und sagen, meine Freiheit wird eingeschränkt. Und nicht einfach umdefinieren. Ja, das ist einfach intellektuell unredlich zu sagen, ein Sklave wäre ein freier Mensch. Ja, das ist einfach nicht wahr. Und genauso ist es hier, wenn in dem Moment, wo andere Menschen Zwang auf mich ausüben, zum Beispiel, dass sie sagen, du musst Steuern zahlen, würde ich normalerweise nicht machen. Ja? Sondern ich würde sagen, bei einer freien Privatstadt, da kann ich mir anschauen, was muss ich bezahlen. Und wenn ich mir das gefällt, unterschreibe ich den Vertrag. Und ich weiß auch, dass der Vertrag kann nicht einseitig geändert werden. Das heißt, der Jahresbetrag kann nicht einfach erhöht werden nächstes Jahr. Es sei denn, es ist vorher vereinbart. So. Und bei der Steuer habe ich überhaupt nichts. Ich habe überhaupt nichts zu melden. So. Und das ist nicht frei. Ja, so, das ist also schon mal Unfreiheit. Das andere ist, wenn man mir sagt, du musst einen bestimmten Heizungstyp einbauen. Weil ich sage, das will ich aber selbst entscheiden. Ja. So, wohingegen, wenn ich jetzt in die Wüste gehe, aus freien Stücken und da verdurste, dann sterbe ich als freier Mann. Ja, das ist also nicht Unfreiheit, wenn Dinge, die quasi von der Natur, von außen kommen, die mich beeinflussen, das hat mit dem Freiheitsbegriff nichts zu tun. Der Freiheitsbegriff ist was Humanes. Das geht darum, zwingen mich andere Menschen dazu, mich anders zu verhalten, als ich es normalerweise tun würde, dann bin ich nicht frei. Ende der Durchsage. Ja, ich finde, das sind wunderbare Schlussworte und ich bedanke mich für die Zeit. Und ja, ich mache für euch alles hinten ans Video, dass ihr auch sehen könnt, wer wann wie dran ist bei der Veranstaltung. Ihr findet alle Verlinkungen. Und dann sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, herzlich gerne. Wir sehen uns auf dem Freedom Festival.